Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus, oder? Boah, das sieht aber schon ganz schön. Herzlich willkommen zu dem etwas anderen Bastelvideo. Wir wollen heute aus einer Hängematte einen großen Drachen bauen. 38 Knoten Windböen. Also wenn die 38 Knoten wirklich kommen, dann sind wir hier auf jeden Fall bei Windstärke 8. Stürmischer Wind, also dann geht es auf jeden Fall ordentlich ab mit unserem selbstgebauten Kite. Schaut mal, wie die Blätter sich hier verbiegen. Und die Kinder hatten mich jetzt gefragt, sie wollten unbedingt Drachensteigen gehen. Und ich kann es ja auch verstehen bei dem Superwind. Allerdings würden unsere Ultraleicht-Drachen hier einfach zerfetzen bei der Sturmbö. Denn die sind zwar super bei wenig Wind, gehen die gleich hoch. Ich habe ja da auch ein Video gemacht. Verlinke ich gerne nochmal in der Videobeschreibung. Aber wenn wir heute Sturmböen haben, dann würden diese Drachen einfach kaputt gehen. Ja? Die Schnüre sind zu dünn und es ist zu leicht. Wir brauchen eine andere Lösung. Und da habe ich kurzerhand jetzt aus der großen Fläche hier von meiner Hängematte aus Fallschirmseide, habe ich mir jetzt kurzerhand einen Drachen gebaut. Einen Riesendrachen, womit wir vielleicht abheben werden. Denn die Kinder sind ja nicht so schwer. Und wenn die Sturmböe jetzt hier in diese Fallschirmseide reinpustet, dann heben wir da vielleicht ein Stückchen ab und kommen dem Traum vom Fliegen ein bisschen näher. Also ob das wirklich klappt, wissen wir natürlich nicht. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Aber schaut mal, wie groß die Fläche ist. Ihr kennt es vielleicht vom Regenschirm, wenn der Wind da reinpustet, was da für eine Kräfte wirken. Und das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt müssen wir mal kurz checken, ob unsere Materialien wirklich den Sturm standhalten können. Und dazu gucken wir uns mal die Daten an. Ja, also wir haben hier den Karabinerhaken. Der hält also auf jeden Fall 1200 Kilogramm aus. Damit sind wir auf der ganz sicheren Seite. Also selbst wenn wir uns da alle ranhängen würden, der würde nicht kaputt gehen. Wir haben ja da auch ein Video gemacht. Wir haben mit einem Auto versucht, haben den zu verformen und der hat sich überhaupt nicht verbogen. Und hier ist die Hängematte angegeben mit 150 Kilogramm Belastung. Ja, also ich wiege jetzt ungefähr 80 Kilo. Wenn ich jetzt in die Luft gehe mit dem Wind, dann hält die Hängematte auf jeden Fall. Wenn die Kinder sich jetzt noch mit ranhängen, dann könnte es vielleicht ein bisschen knapp werden. Aber ich denke mal, das wird auch halten. Jetzt noch die Schnüre gucken. Ja, hier haben wir 450 Kilo pro Seite. Also die Schnüre würden auf keinen Fall reißen, der Karabiner auch nicht. Was als erstes kaputt gehen würde, wenn eine ganz starke Sturm bekommt, ist die Hängematte. Aber ich denke mal, das werden wir heute nicht erreichen, diese Zugkraft. Wir gucken mal, ob die Schlaufen hier soweit alles befestigt sind. Hier ist die Schlaufe, die hatten wir jetzt noch nicht geguckt, die müssen wir auch nochmal schauen. Hier haben wir 1000 Kilo, also alles, was über 1000 ist, ja, da sind wir auf jeden Fall sturmsicher und auf der sicheren Seite. Vielleicht noch eine wichtige Sache, bevor es jetzt gleich losgeht. Ich habe hier noch einen echten Drachenschwanz rangebaut. Ja, denn die anderen Drachen haben ja auch immer unten diesen Drachenschwanz dran, damit er einfach stabil in der Luft liegt. Und das wird vielleicht auch gar nicht so einfach sein mit der Hängematte, weil die sich halt immer wieder zusammenfallen wird, wenn es sehr böig ist. Aber damit es eben nicht ganz so doll rumschleudert, habe ich mir gedacht, ich baue hier einfach unten so einen Drachenschwanz ran. Die Schnur ist hier natürlich relativ schwer, aber wir haben ja auch eine riesen Fläche von 3 bis 4 Quadratmetern. Und deswegen können wir hier genau in der Mitte diesen Drachenschwanz ranbauen. Wenn ihr das nachmachen wollt, ich habe hier einen Palstick verwendet. Dazu habe ich noch mal ein Video gemacht von der kleinen Krokodilgeschichte, sodass die Kinder den auch lernen können. Ich verlinke das Ganze in meiner Videobeschreibung und dann könnt ihr auch diesen Palstick-Knoten mit dem Drachenschwanz hier ganz einfach nachmachen, falls ihr euch auch so einen großen Drachen bauen wollt. Jetzt aber wollen wir erstmal Spaß haben draußen und probieren es einfach mal aus. Wenn wir jetzt nicht ganz so viel Wind hatten mit den Kindern, hat es trotzdem riesen Spaß gemacht, das Ganze hier mal auszuprobieren. Es ist schön, dass ihr da mitgekommen seid und dass ihr mit uns diese Freude geteilt habt.
Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Angucken der anderen Videos. Schaut mal auf unser Kanal vorbei. Wir haben wirklich schon viele Sachen ausprobiert und da ist bestimmt für jeden was dabei. Also viel Spaß, bis dann.